戴高林含政府的这个三个政党，因为有三个问题，这意见无同，宣告瓦解。两个主要的这个政党的议会党团，在第一的决定讲，要伫明年二月二三来提出举行大选。社会民主党、自由民主党、甲绿党联合执政的蔡英文联名宣告瓦解了后，主要的执政党社民党，都甲上大的在野党基督教民主党，就要提早大选的日期来讨论。社民党的总理小组倾向延到三月中，倘好何国政党有充足的准备。因若保守派的基民党是认为经济甲外交真歹碰的时阵，国家的运作袂当动点，提议一月份就举行大选。民调显示，有三分之一的选民认同基民党的主张，双方将其尾决定投票的日期是2025年2月23日。总统史坦迈尔12日核准大选的时程，国会会在后个月16日对小组进行信任投票。按算投票结果，小组应该未过关。Gelegenheit nutzen. Der 23. Februar ist jetzt eine Gelegenheit für die Bürgerinnen und Bürger, die notwendige Richtungsentscheidung zu treffen. Wollen wir in Deutschland einen Politikwechsel oder sollen nur Gesichter ausgetauscht werden? Ich plädiere für einen Politikwechsel, weil sich die Rahmenbedingungen so dramatisch verändert haben, dass wir auch über politische Grundfragen neu entscheiden müssen. Aber das. 自由民主党党魁，也就是原地做联合政府财政部长的林德立，正正是和执政联盟帮盘主要的人物。伊个小组对2025年欠缺预算的问题意见无共款，社民党甲绿党是倾向扣税甲机制，也若自民党是主张遵守卖阁增加债务，落实预算平衡。地主林德达伫个车达去予小组开除。Liebe Kollegen, bleibt, wir haben nicht nur den Überfall russischer Truppen auf die Ukraine erlebt, sondern wir haben auch der Ukraine geholfen. Wir haben aber auch wichtige wirtschaftliche Stabilisierungseffekte in Deutschland geschaffen. Wir haben den Menschen unter den Arm gegriffen und so soll es eben auch in Zukunft bleiben. Jetzt geht es um Erfahrung und Kompetenz und da bin ich sicher, ist Olaf Scholz der richtige Kandidat. 小组领导的蔡英文联名是德国头一个三党的联合政府。最近这几个月以来，针对建筑物连环法、公平津贴、减少增加债务、甲难民等等的议题，争论是愈来愈激烈。三党的支持率拢伫个降低，联合政府的支持率是创下历史的新低。也若为各政党的支持率来看，中央偏右派的基民甲基社党联名，以32%的支持率目前是排第一。公司新闻，王惠文编译。